Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Anno 1800, heute auch mal wieder im Live-Let's Play. Übrigens auch wunderschönen Vatertag an alle, die gerade zugucken. Und noch nachträglich einen wunderschönen Vatertag an alle, die im Let's Play zu gucken. Ja, ein wenig Delay, ich weiß. Sieht man die Nachrichten unten rechts auch auf der Aufnahme? Nein, deswegen nehme ich auch mit dem Elgato-Programm auf. Das ist ein anderes Programm. Ich sage es mal, ich nehme ja sonst immer mit Streamlabs auf. Also mit OBS in dem Falle. Da würde man das sehen. In dem Falle hier nicht. Konnte eine ihrer Inseln nicht besiegen. Moment. Hatten wir irgendwas aufgeschoben beim letzten Mal? Na gut, das kennen wir hier noch. Ah, stimmt, das war die Insel, die ich einnehmen wollte, wo es aber ein bisschen problematisch wurde. Wo ich jetzt auch am Überlegen bin, ob ich die vielleicht platt mache oder ob ich... Die sieht echt wunderschön aus, ne? Muss man mal gesagt haben. Wo dann halt die Frage ist, ob ich den platt mache oder ob ich ihn kaufe. Fakt ist, der Russe wird platt gemacht. Da führt kein Weg dran vorbei, das werde ich heute machen. Und eventuell probieren wir mal die beiden neuen schönen Vorzeigeschiffe, und zwar die Admiral General Kopla und die CWS Campingstuhl. Die würden wir dann theoretisch dann schon mal im Praxistest sehen. So, was war das denn hier? Bauplan eines unmöglich großen Ozeandampfers. Charakter-Item. Das brauche ich nicht an Bord, das kann weg. Und dann würde ich sagen, verkaufen wir mal ein paar Sachen. Eigentlich, ich bin ganz ehrlich, warum ich das noch nicht viel früher gemacht habe, könnte ich hier von den Ressourcen allgemein was verkaufen. Also hier für die fahrenden Händler. Zum Beispiel könnten wir Bier verkaufen. Kaufen, verkaufen, und zwar so, ja, 500. 500, denke ich mal, reicht ungefähr. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Doch, ich befürchte schon. Ja, ich befürchte, da wird eine Menge lektoriert. So, aber das hier investieren Sie jetzt. Entschuldigen Sie, ich habe Sodbrennen. Ihre Familie ist in Gefahr. Zahlen Sie Ihre Abgaben und retten Sie Ihre Liebsten vor einem schrecklichen Schicksal. Das hört sich an wie meine Tageszeitung. Das ist meine Tageszeitung. Bitte vorlesen. Alex, Mark, Lila und Pferde. Ich weiß bis heute nicht, du bist mir immer noch die Entschuldigung oder, die Entschuldigung, Sie haben den Beweis schuldig. Du bist immer noch den Beweis fürs Lila schuldig. Ich weiß nicht, woher Lila kommt. Pferde, ja, das sind sehr edle Tiere, die mag ich. Aber woher kommt das zum Teufel mit dem Lila? Das verstehe ich nicht. So, 35, machen wir mal hier, neutral. Die Menschen, Moment, was war eigentlich die Meldung? Melonen ausverkauft. Die Melonenknappheit in La Isla höchst unprofessionell. Also bitte dich. Ja gut, komm, das können wir so lassen. Obwohl, da steht unprofessionell. Natürlich. Ja komm, trotzdem. Lassen wir. Der Herr Malching ist wieder sehr fröhlich. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ja, danke, danke. So, und hier verkaufen wir mal auch so bis auf... Das ist kaufen. Verkaufen. Ja, da verkaufen wir ab 500 ungefähr. Zwar ist nicht ganz leer kaufen, aber das passt schon. Und bei Konserven, ja. Hier kommen Pelze. Pelze können wir machen. Das nehmen wir mal weg. Ich habe mich halt mit diesem Reiter noch nie befasst. Auch gar nicht. Ich habe das immer manuell gemacht. War vielleicht unter Umständen ein kleiner Fehler. Weil das kannst du halt auch echt automatisch machen. Auch hier. Ich meine, das hier... Wofür brauchen wir Segel auf Vorrat? Das kann eigentlich immer schön nachsprudeln. Fisch würde ich lassen, das ist ein wichtiges Gut, das würde ich wirklich belassen. Holz, ja. Stahl, naja. Ich glaube, da haben wir lieber ein bisschen was auf Vorrat. Theoretisch Konserven könnte man noch überlegen. Nicht unbedingt, muss jetzt nicht sein. So, und dann haben wir hier noch einen neuen Öltanker. Stimmt, da hatte der Vergangenheits-Alex mir was vorgebaut. Machen wir Routen. Und hier unsere Ölroute. Gulvernet. Die brauchen neue Namen. Die brauchen sowas von neue Namen. Ja, dann war's es im Prinzip schon. Dann kannst du direkt auf Route gehen und dann haben wir hoffentlich auch genug Öl hier auf Vorrat, weil gerade ist hier nichts. Liefer zusätzliche Züge.
Ist in Betrieb. Und zwar natürlich total voll beladen, ne? Ein Öl. Easy. Guck mal, der hier ist mit 170 Öl unterwegs. Das macht schon ein bisschen mehr Sinn. Und dieses Kraftwerk braucht auch das Öl. Warte mal, ist das nicht gerade mit 170 da reingefahren? Ist das nicht gerade mit 170 da reingeduckert? Okay. Alles klar. Und den Rest fährt sie wieder weg. Alles klar. Ja, theoretisch können wir noch einen weiteren Zug hier bauen. Rein hypothetisch. Zack. Dann haben wir noch eine weitere Eisenbahn. Die gerade nicht fährt, warum auch immer. Ja, du irgendwann habe ich in der HNG-Folge angeblich mal gesagt, dass ich lila mag. Irgendwann angeblich. Aber das sind vermutlich infame Lügen. Ey, hier oben hat er ja auch schon was gebaut. Stimmt. Momentchen. Dann würde ich sagen, probieren wir doch mal unsere beiden Schiffe. Einfach da oben us. Und übrigens, theoretisch, die bräuchten diese Markierung, dass sie nicht wieder einfach irgendwelchen Punkten hinterherfahren. Die Problematik hatten wir schon. Schon sehr oft. Schon zu oft. Wo ist eigentlich der Rest unserer Flotte? Wir hatten... die hatten wir hier positioniert und eins von den Schiffen ist ja auch hier reingefahren. Ich erinnere mich. Das war die Seeblockade. Joa, die können da unten auch stehen bleiben. Ich denke mal, meine Schiffe kriegen das da oben alleine hin. Das ist kein Problem. So, und dann hatte ich hier noch einen Schoner. Wofür habe ich diesen Schoner hier gebaut? Die Route ist aktiv. Auf einer Route gibt es ein kleines Problem. Auf der Fischroute. Ja, du kannst es nicht abladen. Das ist mir... Nee, aufladen. Warum denn nicht aufladen? Gut, ist mir egal. Ja, scheinbar funktioniert jede Route. Von daher macht das gar keinen Sinn, jetzt noch einen Schoner wieder einzusetzen. Hier könnte man eventuell, muss aber auch Schiff nicht... unter Beschuss. Ja gut. Der Dreck der Gosse klebt ihnen unter den Sohlen. Ja gut. Einsatzbereit. Das ist so das kleine Problem. Der Russe meint halt, er müsste mit den kleinen Schiffchen aufmucken. Weißt du was? Ja, ihr Hafen wird angegriffen. Entspann dich. Es ist doch hoffentlich nichts Ernstes, oder? Ich sehe hier keine mehr. Demnach passt das. Übrigens, so würden die sich gegenseitig abschießen. Wäre eine schlechte Idee, das so zu positionieren. Sehr schlecht. Glaub mir. Schiffe sind nie für die Ewigkeit. Ja, und der Titel übrigens heißt ja heute der finale Schlag. Also mein Ziel ist tatsächlich, das da unten zu eliminieren. Der ist mir ein kleiner Dorn im Auge. Aber ich muss sagen, er baut eigentlich relativ schick, weil das hier, so mit Straße und zwischendrin der Zug, das hat irgendwie was. Das sieht... gar nicht mal scheiße aus. Würde ich sogar vielleicht auch nachbauen. Obwohl das Industriegebiet natürlich ein bisschen läppisch ist. Also das so zu bauen, weiß ich nicht. Ja, und die Stadt an sich gefällt mir eigentlich auch nicht schlecht, weil da hat er natürlich dann eher auf Optik gebaut. Mit den kleinen Höfen in der Mitte. Trotzdem, wir bauen auf Produktivität. Ich meine, bei uns sieht es ja auf ganz spezielle Art und Weise auch schön aus, ne? Haben wir eigentlich... Achso, das sind... Die muss man gar nicht angeguckt, die Kugelfische, ne? Guck mal, kleine aufgeblähte Fische. Gespeichert. Moment, da müssen wir in die First Person. Schiff unter Beschuss. Das sind die kleinen Kugelfische. Kleine Maxe. Und wir haben wieder einen Angriff. Und zwar auf unser... Du willst mich doch flachsen hier. Wir herrschen nicht über die Wellen, aber wir wühlen sie ordentlich. Willst du mich verarschen? Dafür jetzt ein großes Schiff zu verschwenden, ist es auch nicht sinnvoll, oder? Ach komm, scheiß drauf. Ja, der muckt hier unten etwas zu stark auf. Das gefällt mir nicht. Und das ist auch eine relativ wichtige Route.
Baumwolle und Kautschuk war das, ne? Ja, Kautschuk. Die möchte ich jetzt ungern entbehren. Neue Befehle? Die Attraktivität. Und dann war ja allgemein noch die Frage. Hat sich verringert. Ja, Klappe zu. Da war ja noch allgemein die Frage, was möchte ich eigentlich hier noch bauen an Schiffen? Brauche ich zum Beispiel ein Handelsschiff? Ein Frachtschiff, also ein Dampffrachtschiff. Ein wunderschön Pass-G. Lang lebe Kim Jong Cobra. Exaktamente, so ist das. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit ich auf Dampfschiffe setzen sollte, denn Dampfschiffe, die kosten halt im Unterhalt 500. Im Vergleich zu Segelschiffen, die halt im Unterhalt halt nur 170 kosten. Das ist schon ein Unterschied. Zumal ich ja mehrere Segelschiffe baue, nicht immer nur eins. Ich baue dann ja eine größere Flotte. Und man sieht ja auch, was passieren kann. Wir wurden getroffen. So, wo will denn mein Schiff eigentlich hinfahren? Wo macht sich das gerade hin? Gegen die Insel oder was? Komm, Generaladmiral Cobra. Beeilung. Ich muss, glaube ich, da unten noch patrouillieren. Escort ist halt ein bisschen problematisch, weil die Schiffe fahren halt alle in die neue Welt. Haben Schlagseite. Wag es nicht. Wag es nicht, Russe. Ich baue schon mal ein neues Schiff. Ich habe die Befürchtung, dieses Schiff ist gleich weg. Bauen wir schon mal einen Clipper. Gründe. Sie helfen uns, oder, Boss? Haben Sie einen Moment? Ja, bestimmt. Was geht's denn? Es geht um Finden Sie und Holen Sie, der kleine Revolutionär. Ist, reiß ich es ab. Er hat's gemacht. Er hat's gemacht. Boah, leck mich. Mein Schiff wurde zerstört. Ja, danke. Danke. Ja, das ist jetzt leicht ungünstig. Schiff unter Beschuss. Sag mal, hat der einen Arsch offen? So, ihr ladet erstmal gerade die Fracht auf, die verloren gegangen ist, leider Gottes. Kampfdeck bereit machen. Ich glaube, wir brauchen noch einen weiteren Schlachtkreuzer, kann glaube ich gar nicht schaden. Hauptsache aufs Fressbrett. Laufen Koordinaten an. Die Waffenruhe, mein Freund, wurde beendet. Da hat natürlich jetzt wieder der Dampfer einen Vorteil, weil der hier, also ne, der gehört ja auch zu mir, der hat ja den Vorteil, dass er einfach entgegen der Windrichtung fahren kann, ohne irgendwelche Konsequenzen. Neue Befehle? Der kleine Scheiße hier von Russe mit seinem Kanonenboot, der muss natürlich immer in den Wind flüchten. Und er tut es auch noch. Piss dich, Junge. Allgemein so fürs weitere Vorgehen ist halt die Frage, wie wir jetzt den kalt machen. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die ich mir überlegt hatte, wo war's? Okay, hat sich erledigt, die Insel gehört dem. Eine Möglichkeit wäre tatsächlich, dass man hier irgendwie die Insel, die ich immer auch abspenstig gemacht habe, dass man die zu einer Art Außenstelle umbaut mit Reparaturkranen, mit sehr vielen Reparaturkränen, Plural eigentlich. Und dann halt hier seine Hauptinsel angreift. Das wäre so die Idee. Mal gucken. Feindliches Ziel erfasst. Fakt ist, es kann glaube ich gar nicht schaden, wenn wir noch so einen weiteren Kreuzer bauen. Schlachtkreuzer. Wenn einer von euch einen Namensvorschlag hat, dann gerne reinschreiben. Das letzte Mal habe ich den ja nach dem Campingstuhl benannt. Wie gesagt, wenn irgendjemand eine Idee hat, ich bin offen für alles. So, und jetzt werden erstmal ein paar Touristen überfahren. Sehr schön. Schade. Finden Sie und holen Sie den kleinen Revolutionär. Das wollten wir noch machen. Das hört sich nach Schüler an, ne? Dieser Arbeiterslohn, ist ein wahrer Revolutionär. In einem solchen Ausmaß, dass er seinen Vater in Schwierigkeiten gebracht hat. Ja, unter meiner Diktatur ist das gut möglich. Er möchte, dass sie ihm helfen, ihn zu suchen und ins Bett zu schicken. Der kommt bei mir ins Arbeitslager, was denkst du denn? Hier, guck mal, da ist er schon im Knast. Hier, wo ist er denn, der Kleine? Definiere. Muss ich jetzt jedes kleine Schulkind anklicken? Ach da. Nur ein wenig. Alles klar. Achtung, mehr braucht's nicht. Beeinflusst Betonwerk. Statt Zement irgendwas anderes war da. Als statt Zement wird irgendwas anderes verwendet. Statt Zement verarbeitet Ihre das Gebäude Bevölkerung jetzt Lehm. Hat die Revolution ausgerufen.
Ach, Ditchwar. Nein, nicht schon wieder dieses Viertel. Achso, wollte ich nicht eigentlich noch was umändern? Hat sich verringert. Aufstandsgefahr plus 20, Zufriedenheit plus 8. War da nicht irgendwas anderes noch? Moment. Plus 30. Nee, das hatte ich abgewählt. Ich erinnere mich. Hatte ich nicht irgendein Item noch dabei? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Er hat einen Schnaps. Es ist auch bescheuert, das macht keinen Unterschied. Beeinflusst Wohngebäude, plus 15. Wohngebäude, deren Bedürfnis nach Universität erfüllt ist, erhalten Varieté. Das sind total bescheuerte Items, die brauche ich nicht. Ernsthaft. So, und die sind schon wieder am Protestieren, warum auch immer. Aber die Polizei setzt zum Glück Recht und Ordnung durch. Sind aber scheinbar ein wenig überfordert. Achso, ich hatte ein paar mehr Polizeistationen gebaut. Da gab es ja schon diverse Zwischenfälle. Ich erinnere mich. Die CWS Nickel, die CWS Pasji. Die heißen, wenn dann CWS wegen Cobra Warship. Maxsocker 838. Na gut, Namen. Der Heilige, klar. Nee, Namen. Ja, aber Zahlen nein. Es sei denn, das ist schon die dritte oder vierte Variante von dem Schiff. Die Waffenruhe wurde beendet. So, wollen wir ein bisschen Stunk machen, ne? Ich weiß nicht, wie stark diese Schiffe sind. Was den Angriff angeht. Werden wir gleich sehen. Ich wusste gar nicht, dass ich so produktiv sein kann. Ja, meine Stadt ist auch sehr produktiv. Vor allen Dingen leckt das jetzt gerade langsam. Er ist auch sehr produktiv, weil jetzt alle anfangen zu streiken. Nein, nicht aufs Kraftwerk. Nein, nicht aufs Kraftwerk. Bitte nicht aufs Kraftwerk. Lass das Kraftwerk. Ihr könnt gerne überall streiken, aber bitte nicht das Kraftwerk. Undankbares Pack hier. Kann man nicht theoretisch die Lok nehmen und ein paar Leute da drauf laden und dann vielleicht auf die Schiffe bringen? Wäre das nicht möglich? Zum Hafen und dann per Schiff weg. Guckt euch das mal an hier. Ja, nicht zu den Ingenieuren, die wollen euch nicht. Schiff vom Stapel gelaufen. So, da haben wir das neue Schiff. Routen. Und dann wird es der Galgenvogel. Alles klar. Annehmen. Die sind noch im Angriff. Oder sind auch noch nicht da, so ist richtig. Und da wird das nächste große Kriegsschiff geplant. Ne, CWS, nicht... Cobra... Achso, BS wegen Battleship, oder wie? CWS. Hört sich aber auch irgendwie komisch an. Ey, das ist schon geil mit den Kanonen. Wie früh die einfach schießen können. Schuss. Na komm, du fährst mal lieber dahin. Dann bist du nicht so im Konterfeuer. Uff. So, ihr zeigt mal bitte, wenn dann Breitseite, damit ihr mit allen drei Rohren schießen könnt. Nicht nur mit zwei, das ist irgendwie ein bisschen bescheuert. Oder? Wisst ihr was? Ihr geht auf das Hauptgeschütz, weil das sind die. Das sind im Prinzip die schwersten Geschütze. Aber der zieht auch ordentlich. Ich glaube, ich muss nochmal vorher abbrechen. Macht 200 Schaden. Ich glaube, ich brauche noch mehr von diesen Items. So, du ziehst mal ab. Wollen ja nicht, dass das zu knapp wird, ne? Ja, das sollte er schaffen. Obwohl das jetzt auch schon wieder sehr, sehr, sehr knapp kalkuliert ist. Nein, das ist so knapp kalkuliert, am Arsch! Aber es war zum Glück nur die CWS-Campingstuhl, ne? Ah ja, nicht so wichtig.
Scheiße. Können wir gleich ein zweites noch nachbauen. Ja, ich wollte halt mal gucken, wie viel die aushalten, die Schiffe. Das habe ich doch schon abgeladen. Warum ist denn das immer noch auf dem an Bord? Weiter, wenn nötig. Ey. Nee. Prächtige Alk. Ich werde nicht zulassen. Also die machen schon ordentlich Schaden. Es sind aber nur zwei, drei Stück, ne? Also zwei, die aktiv schießen können. Wie weit können die denn noch ballern, Alter? Das Hauptgeschütz ist tot. Im Prinzip nur noch das Kleine. Ja, die machen natürlich Schaden, aber nicht so viel. Es mangelt an Arbeitskraft. Ach so, da ist noch ein großes Geschütz mit dabei. Ja gut, das erklärt einiges. Wir lahmen etwas. So. Wir müssen den Treibgut aufladen. Mit dem einen Geschütz ist ein bisschen blöd, das habe ich etwas falsch kalkuliert. Na gut, dann ziehen wir mal ab. Nein, nicht bist du bekloppt, fahr doch nicht noch weiter rein. Deppenschiff. Obwohl wir es eigentlich gewinnen könnten wahrscheinlich. Na trotzdem, ziehen wir mal lieber ab. Ist mir zu riskant. Also die Kadenz ist schon heftig, ne? Mit der er gerade hier schießt. Also rein hypothetisch kann ich auch von hier aus ballern. Das können wir mal machen. Wie weit ist die Reichweite? Bis hierhin. Dann stelle ich mich doch einfach mal ganz eiskalt hierhin und ballere einfach von der Seite noch ein bisschen rein. Weißt du, weil wir es können. Und dann brauche ich mehr von diesen Artilleriegeschützen. Die sind mega geil. Ja, ich könnte die natürlich Sinning nennen. Der Feind des Feindes bröckelt. Die machen jetzt halt nur 200 Schaden, aber jetzt stellt euch mal vor, man hat drei von diesen Dingern. Da kann man einfach die ganze Zeit Artillerie machen. Ist schon nicht schlecht, ne? Jetzt kommt's drauf an. Die Waffenruhe wurde beendet. Schon mal ein schönes Thumbnail machen. Ah, man hört im Hintergrund den Protest von meinen Leuten. Mann, ich ziehe für die in den Krieg und das ist der Dank. Das ist der verfickte Dank. Oh Gott. Oh Gott. Man merkt auch langsam, wie die Bilanz runtergeht. Ich will mein Eiland zurück. Insel erobern, Anteile beanspruchen. Insel erobern. Sie finden diese Majestät in eine Monstrosität verwandelt. Ja, das war jetzt der Sieg. Ich bin Baron. Der verdiente Sieg. Der Landname stünde allein mir zu. Ja, entspann dich.